Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie du siehst, bin ich draußen unterwegs. Ich bin schon ein paar Meter gegangen. Meine Einstiegsworte wollte ich eigentlich am Anfang der Route machen, aber es war dann doch ein bisschen zu laut. Deswegen mache ich sie jetzt. Hier ist es schön ruhig und man hört die Vögel zwitschern und ein wenig Wind, aber mehr auch nicht. Ich bin heute in der Nähe von Eisenerz und zwar eigentlich am Fuße des Eisenerzer Reichensteins und werde hier eine kleine Wanderung unternehmen. Und zwar geht es konkret von der Hirnalm hinauf zum Krumpensee. Ich kenne diese Wanderung nicht, ich habe nur ein paar Fotos gesehen und ich denke, das dürfte sich durchaus lohnen. Und diese Wanderung möchte ich jetzt einfach machen. Die Zeit werde ich zudem aber nutzen und dir ein paar Tipps zum Thema Landschaftsfotografie zu geben. Da gibt es einige Themen, die ich ganz gern loswerden möchte und über die sprechen wir ganz kurz. Zudem, wie gesagt, nehme ich dich natürlich ein bisschen mit auf meine Wanderung. Es ist verhältnismäßig warm, wenn die Sonne rauskommt, dann auch richtig. Und da ist natürlich ein bisschen Schwitzen angesagt heute, aber das ist ja eigentlich kein Problem in der freien Natur. Ich freue mich schon auf die Wanderung. Eine kleine Änderung gibt es heute. Ich filme normalerweise mit meiner Canon EOS M50. Die habe ich heute zu Hause gelassen, einfach weil ich nicht so viel Gepäck mitnehmen wollte. Ich wollte es ein bisschen ruhiger angehen. Das heißt, ich habe heute eigentlich nur Fuji-Equipment dabei und filme deshalb auch mit Fuji. Das ist im Grunde das erste Mal, dass ich das mache. Ich hoffe, dass alles funktioniert und wir werden das natürlich dann sehen. Das heißt, wir sehen uns in Kürze, vielleicht auch schon mit ein bisschen Aussicht beziehungsweise mit den ersten Tipps zum Thema Landschaftsfotografie. Ich hoffe, du bleibst dran und ich hoffe, du hast da genauso viel Spaß, wie ich hoffentlich haben werde. Bis gleich! So, die Hälfte des Weges habe ich circa. Ich bin mittlerweile im Naturschutzgebiet vom Eisenerzer Reichenstein. Das heißt, hier ist es tatsächlich ruhig und da kriegt man auch von der Welt nicht allzu viel mit. Die Tiere können großteils noch so leben, wie sie leben möchten. Ich habe auch schon einige kleinere Schlangen gesehen. Finde ich immer ganz interessant. Ich habe auch ein paar Fotos gemacht. Mal schauen, ob da was geworden ist. Bevor ich jetzt da den zweiten Teil meiner Wanderung angehe, und es ist durchaus der steilere Teil, möchte ich schon einmal die ersten Tipps für die Landschaftsfotografie anbringen. Da geht es jetzt hauptsächlich einmal um den technischen Teil. Den werden viele vielleicht sogar kennen. Aber ich möchte es ja trotzdem einfach noch einmal wiederholen. Und zwar, in der Landschaftsfotografie ist es durchaus üblich, dass man mit einer relativ geschlossenen Blende fotografiert. Das heißt, von der Blendenzahl liegen wir in der Regel irgendwo bei 8, 11, 16, manchmal vielleicht sogar ein bisschen mehr. Der Hintergrund ist einfach, wir wollen durchgängig scharfe Fotos haben und deswegen müssen wir diese Blenden einfach verwenden. Dazu, damit wir dann auch die entsprechende Qualität haben, schauen wir natürlich, dass die ISO-Zahlen möglichst gering sind. Das heißt, je nachdem, was deine Kamera kann, ISO 60, 100, 160, wie auch immer, solltest du den wirklich niedrigsten Wert einstellen. Dann natürlich, was auch immer wieder dazu kommt, ist einfach die Verwendung eines Stativs. Damit kann man Bildverwacklungen reduzieren und gerade wenn es
dann an die Randzeiten geht. Das heißt, sehr früh oder sehr spät und es noch dunkel ist oder bald dunkel wird, dann ist ein Stativ natürlich sehr, sehr empfehlenswert, um Verwacklungen vorzubeugen, beziehungsweise auch, um von den Belichtungszeiten her entsprechend lange belichten zu können, was ja aus der Hand dann teilweise schwierig ist. Natürlich, wenn man einen guten Bildstabilisator hat, kann man da durchaus einiges machen, aber wie gesagt, ohne Stativ kommt man da wahrscheinlich nicht aus. Ich bin heute wandern, ich habe keine Lust auf Schleppen, deswegen habe ich mein Stativ heute zu Hause gelassen. Aber es war eine bewusste Entscheidung und ich denke, sicherlich auch in Ordnung. Ein Vorteil, den du nutzen kannst oder solltest, aus meiner Sicht ist, du solltest eine Landschaftsfotografie auf jeden Fall im Rohformat fotografieren. Das gibt dir einfach viele Möglichkeiten in der Nachbearbeitung oder viel mehr Möglichkeiten in der Nachbearbeitung, weil du viel mehr Bildinformationen zur Verfügung hast. Fotografierst du in JPEG, hast du ein komprimiertes Format. Du kannst natürlich Änderungen und Anpassungen vornehmen, aber sicher nicht in dem Ausmaß, als wenn du im RAW-Format fotografierst. Das mache ich auf jeden Fall so immer und das hilft mir natürlich auch, um den ganzen Dynamikumfang etc. auszunutzen und das Optimum aus den Bildern rauszuholen. Ich kann dir nur ans Herz legen, das tatsächlich auch zu machen. Und dann noch ein Tipp, der sowohl in den technischen Teil hineinfällt, als auch in den gestalterischen Teil. Landschaftsfotografie wird immer sehr, sehr gerne verbunden mit Weitwinkelobjektiven. Natürlich, mit Weitwinkelobjektiven kann man sehr, sehr interessante Fotos machen, welche, die man vielleicht so nicht, wenn man durch die Welt geht, einfach nicht sieht. Und man kann sehr, sehr interessante Bildwirkungen erzielen. Allerdings würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall auch immer ein Teleobjektiv mitzunehmen, um Details einzufangen, um vielleicht auch minimalistischere Bilder zu machen. Bei einem Weitwinkel hast du immer viele, viele, viele Informationen auf dem Bild. Mit einem Tele kannst du bewusst Ausschnitte wählen und dich auf das Wesentliche konzentrieren. Und das ist meiner Meinung nach etwas, was in der Landschaftsfotografie sehr, sehr toll ist und auch sehr, sehr gut ankommt. Und ich zumindest in meiner Fotografie sehr häufig genauso verwende. Was natürlich bei Teleobjektiven auch dazu kommt, ist die Komprimierung des Bildes. Das heißt, wenn ich viele, viele Bergketten hintereinander habe und mit einer hohen Brennweite hinein fotografiere, dann erscheinen die sehr, sehr nahe, direkt hintereinander und man hat seine Layerbildung. Gerade bei Sonnenuntergängen und da diversen Orange- oder schon auch Grauschattierungen schaut das meiner Meinung nach sehr, sehr interessant aus. Mag nicht jeder, ich mag sehr gerne. Und das ist auch ein Grund, warum ich sehr, sehr gerne Teleobjektive in der Landschaftsfotografie verwende. So, das waren einmal ein paar technische Tipps. Es gäbe natürlich schon noch ein paar andere auch, aber ich denke, das ist für den Anfang sicher einmal ausreichend. Und ich mache mich jetzt weiter auf den Weg hinauf und werde den steileren Weg angehen. Und es gibt da hinter mir direkt, oder direkt weiß ich nicht, aber ich höre da hinter mir schon einen Wasserfall. Auf den bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, dass man ihn dann auch gut sieht und vielleicht auch gut fotografieren kann. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Wir sehen uns sonst spätestens oben am See. Haben wir den Krumpensee und da sieht man schon, da geht es noch richtig hinauf hinter mir.
Also da könnte man sich auf jeden Fall noch ziemlich austoben. Ich werde mich jetzt einmal kurz erholen und werde meine Jause auspacken und in Ruhe einmal was essen. Und dann machen wir den zweiten Teil zum Thema Landschaftsfotografie. Bis gleich. Jetzt mal Platz genommen. Viel Schatten habe ich nicht gefunden, deswegen muss das so funktionieren. Aber ich denke, das passt schon. Ein Sonnenschutz muss zwischenzeitlich richtig gut. Und ja, dann hätte ich gesagt, starten wir mit dem zweiten Teil meiner Tipps für die Landschaftsfotografie und die haben mit der Technik überhaupt nichts zu tun. Da geht es konkret wirklich um die gestalterischen Elemente. Und zwar, wie ist der Bildaufbau und so weiter. Und da möchte ich auf ein paar Themen näher eingehen. Es gibt auch so einen Spruch, den Vordergrund macht Bild gesund. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Landschaftsfotografie, dass man nämlich versucht, sein Foto in mehreren Schichten aufzubauen. Das heißt, man hat einen Vordergrund, man hat seinen, ich weiß nicht, Mittelgrund und einen Hintergrund, die zusammen das Bild natürlich machen. Es kann in der Landschaftsfotografie einfach so sein, dass man im Vordergrund zum Beispiel Blumen hat, im Mittelgrund ist ein See und im Hintergrund ist es so, dass die Berge in die Höhe gehen. So ähnlich, wie wir es da hinten haben, wenn wir uns das genauer anschauen. Und das macht ein Foto schon wesentlich spannender, als wenn man überhaupt nur auf ein Motiv zuhält und es quasi so im 2D-Stil fotografiert. Und das, wie gesagt, wollte ich dir einfach mitgeben, dass du auch darauf achtest, dass du immer wieder einen Vordergrund in deine Fotos einbaust. Ganz besonders wichtig und interessant ist die Linienführung, dass man vielleicht, wenn man, weiß ich nicht, einen Berggipfel oder so fotografiert, eine Linie versucht zu finden. Eine Linie, die vielleicht auf eben das Hauptmotiv, in dem Fall des Beispiels eben ein Berggipfel hinführt und so den Blick desjenigen, der oder die das Foto ansieht, wirklich auf das Motiv richtet. Das kann man so als kleine Sehhilfe oder Führungshilfe sehen, Führungslinien, ja? Das würde es eigentlich ganz gut treffen. Und der schöne Nebeneffekt dabei ist ja, dass die Fotos dann eine bestimmte Tiefe bekommen. Das heißt, sie wirken viel plastischer und bekommen so einen 3D-Effekt. Das heißt, wann immer das möglich ist, versuch etwas zu finden, irgendeine Linie, die auf das Motiv führt. Das können durchaus auch mehrere Linien sein, aber wie gesagt, auch das hilft ein Foto tatsächlich interessanter zu machen. Dann gibt es ja diverse Regeln, von denen immer wieder erzählt wird, die man unbedingt einhalten muss. Jetzt ist es so, ich bin jetzt kein allzu großer Verfechter dieser Regeln, wenngleich ich schon der Meinung bin, dass eine Drittelregelung oder dass eine Drittelung des Bildes oder noch besser der goldene Schnitt ein Foto schon ästhetischer machen kann und auch da wieder den Seher unterstützen kann, das Motiv zu sehen oder das auf das Motiv gelenkt zu werden. Natürlich ist es so, dass man weiß, dass Bilder, die sich an die goldene Regel halten, wesentlich stimmiger wirken als Bilder, die das nicht tun. Und möglicherweise wirken sie auch professioneller. Und das sind so Gründe, warum ich sage, achtet darauf. Versucht einen ordentlichen Aufbau zu finden und den
Betrachter des Fotos tatsächlich auf euer Motiv zu lenken. Wie gesagt, ihr habt da die Möglichkeit der Linienführung, ihr habt die Möglichkeit, das über die Drittelung oder über die goldene Regel tatsächlich zu machen und so zu positionieren, dass der Betrachter gar nicht anders kann, als das Hauptmotiv zu finden. Und das ist ja im Grunde eigentlich auch das, was wir wollen. Wir wollen ja, dass der Blick hängen bleibt, dass eine Linie folgt und dass schlussendlich das Motiv gefunden wird. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn wir ein Foto zeigen und niemand weiß, was wir eigentlich zeigen wollten. Dann, was haben wir noch? Ich habe vorher schon kurz erwähnt, dass mit der Landschaftsfotografie sehr, sehr gerne Weitwinkel oder Ultraweitwinkel in Verbindung gebracht werden. Die sind super cool und es lassen sich super tolle, schöne Fotos machen, wenn man weiß, wie man diese Objektive tatsächlich einsetzt. Wenn man jetzt ein Weitwinkelobjektiv oder noch schlimmer ein Ultraweitwinkelobjektiv nimmt und auf die Landschaft richtet und ein Foto aufnimmt, dann hat man zuallererst einfach viel Inhalt. Ganz, ganz viel. Und es wird im Endeffekt, alles was ein bisschen weiter weg ist, wird furchtbar klein. Und es ist schwierig für den Betrachter, das Motiv zu finden. Und da ist so viel drauf auf dem Foto. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel ganz, ganz gerne mit dem Teleobjektiv fotografiere. Der springende Punkt an dieser Stelle ist jetzt im Grunde aber gar nicht das Objektiv, sondern dass nicht allzu viel auf dem Foto drauf ist, sondern dass man ein klares Motiv hat, dass das Foto nicht zu unruhig wirkt und man sich halt nur einen bestimmten Ausschnitt holt und den tatsächlich dann versucht, möglichst gut darzustellen und zu positionieren. Und je ruhiger das Bild ist und je ausgeglichener das Bild ist, umso mehr oder umso besser gefällt es dem Betrachter. Ganz gut und ganz interessant in der Landschaftsfotografie sind natürlich auch immer wieder Spiegelungen. Die findet man natürlich häufig dort, wo es Wasser gibt. Das kann man natürlich super verwenden, um Berge spiegeln zu lassen. Weiß ich nicht, andere Motive. Da bietet sich natürlich an, dass man ein technisches Hilfsmittel findet, und zwar mit einem Filter tatsächlich auch Spiegelungen herauszunehmen, beziehungsweise Spiegelungen des Wassers zu steuern, tatsächlich auch Filter, um zum Beispiel eine Langzeitbelichtung zu machen und einen See zu glätten, der sehr, sehr grauselig ist, weil viel Wind geht, so wie ihr das jetzt wahrscheinlich auch im Hintergrund hört, wie das jetzt zum Beispiel der Fall wäre. Das heißt, Spiegelungen einsetzen ist immer eine gute Idee, macht das Bild immer interessant. Wenn man auch hier ein klares Motiv hat, ist das natürlich perfekt. Und wie gesagt, im Falle des Falles technische Hilfsmittel verwenden, Polfilter, ND-Filter und was sich in dem Sinn natürlich auch, oder in dem Fall auch natürlich ganz gut eignet, ist ein Stativ. Das, was ich natürlich auch immer wieder empfehle und was ich selber auch immer wieder versuche zu machen, ist, sich die Location genauer anzusehen. Und zwar zahlt es sich auf jeden Fall aus, unterschiedliche Perspektiven zu probieren. Das heißt auch tatsächlich einmal ein wenig herumzugehen in der Landschaft und sich das einfach aus unterschiedlichen Blickwinkeln und unterschiedlichen Perspektiven anzusehen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was kann funktionieren und was kann nicht funktionieren. Das hängt natürlich auch viel mit dem Licht zusammen, mit der Sonne, welche Tageszeit haben wir, wie ist der Lichtverlauf, wie verläuft die Sonne und so weiter. Darüber würde ich mir als erstes einen Eindruck verschaffen, wenn ich irgendwo auf die Location komme, um dann für mich ein Gefühl zu entwickeln, welche Stellen zahlen sich tatsächlich aus. Wenn man es einfach nur durchgeht und Fotos macht, kann man natürlich machen und wenn man Glück hat, ist auch das eine oder andere tolle Foto dabei, aber man muss halt Glück haben. Und dadurch, dass man dann herumläuft und sich die Gegend anschaut und vielleicht einfach auf der Suche schaut oder auf
Abschnitte zu prüfen oder das auch mit der Hand vielleicht überhaupt macht, um einen Frame zu bilden, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass man ein wirklich tolles Foto schafft, weil man halt einfach im Vorfeld schon weiß, welche Stellen sich eignen und welche nicht. Zudem sieht man natürlich viele unterschiedliche Stellen, die man sonst vielleicht nicht gesehen hätte, und findet eine Stelle, die wesentlich besser geeignet ist, als die, die man zuallererst auserkoren hat. Ich hoffe nun, dass dir diese Tipps gefallen und dass du mit diesen Tipps auch tatsächlich was anfangen kannst. Mir helfen sie tatsächlich immer wieder, quasi bei jedem Ausflug, weil ich versuche, sie mir immer wieder in Erinnerung zu rufen und auch tatsächlich unter Anführungszeichen abzuarbeiten. In diesem Sinne zeige ich dir noch ein paar Impressionen von meiner Wanderung. Du findest im Nachgang auf jeden Fall von dir, und vielleicht hast du ja auch ein paar Tipps auf Lager, die du mir mitteilen möchtest. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ciao!